Freaktastisch geht es weiter in einer Geisterstadt. Ja, ich werde immer gefragt, ey, wann spielst du, wann nimmst du auf? Meistens eher so um diese Uhrzeit, da ist es ganz gemütlich, da ist kein Spam, da gehen die Server nicht offline und so weiter und so fort. So, genau. Und ich erstelle jetzt einen Raum. Heute habe ich Lust auf ein bisschen eine Mischung aus Snipen und Orion, aber ich habe mich dann doch für die Orion Prototype entschieden. Die wollte neulich wieder jemand im Video sehen. Genau, auf der Map Jungle Hill von Clemens 100. So. Ich mach mal. Ja, das wird sowieso nicht voll. 10 Leute, aber egal. Mal schauen. Ich kann ja dieses Feature mal ausprobieren mit der Zufallseinladung an BenjiQ65. Oh, der ist sogar gekommen. Moment, das mache ich gleich nochmal. An JanniLolXD. Coole Sache irgendwie. Nein, der ist nicht JanniLolXD. Aber egal, nicht um diese Uhrzeit. Schreibe ich mal. So, genau. 3 gegen 4, einer noch, kommt schon. Noch eine Zufallsein. Nochmal, JanniLol, komm schon, alles hängt von dir ab. Bitte, nimm an. XD JanniLol. Er hat nicht angenommen. So, aber egal, ich starte mal. Bitte noch bereit machen. Dankeschön, Jungle Hill. Ich denke, vom Bild her und vom Namen kann man sich schon... Oha. Jedes Mal so kann man sich schon ein bisschen denken, worum es hier geht. Das ist so ein kleines Sniper Hill im Dschungelfeeling. Und es gibt ein Special auf der Map. Man kann hier oben mit einem Teleporter hin. Das heißt, da muss man ab und zu ein Auge drauf werfen. Das könnte sonst tödlich ausgehen. Oh, ich habe die Musik in meinem Ohr gerade ziemlich laut. Das Problem ist, ich spiele jetzt gerade im Vollbildmodus, so wie eigentlich immer. Und kann das jetzt nicht wechseln. Egal. Oha. Oha, die Granaten. Mein Ohr explodiert. Oder so. So, hier war einer. Der, kennt der die Map? Weil so kommt man irgendwie rüber. Ich trau mich hier fast nie vor. Da irgendwie rüber und unten ist dann wo ein Portal. Ein Portal, ein Portal, ein Portal. Oder man kann, ich glaube im Deathmatch, kann man sogar oben spawnen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Zum Glück sind die Granaten auf der Map nicht so effektiv. Es sei denn, man hat Weltraumgranatis. Die dann schon eher. Aber genau. So, was ich momentan sehr häufig lese. Schilling, rede doch mal über Season 4 und so weiter und so fort. Also es gibt da so eine koreanische Website. Und die haben dort schon von ihrer Version... So, jetzt bin ich hier oben. Wow! Die haben dort schon von ihrer Version sozusagen die Infos rausgehauen, aber auf Koreanisch natürlich. Man sieht aber ein paar Bilder von den... Wow! Von den Waffen, von den Colts und so weiter im Wilden Westen. Genau, so wird es vermutlich auf den koreanischen Servern kommen. Klar, könnte ich von dort jetzt ein paar Infos ziehen und dann irgendwas drüber reden, aber... Da würden nur Gerüchte entstehen. Nein. Rest in peace, Schillings Gehirn. Ich bin so dumm. Jedes Mal passiert mir das. Warum? So, weil es gab zum Beispiel dieses Sprinten-Feature. Das gab es schon viel früher auf dem koreanischen Server. Und... Nur weil jetzt irgendwas bei denen kommt, heißt das noch längst nicht, dass das 1:1 bei uns so ist. Das ist bei den meisten Games, die es dort gibt und dann von dem Publisher und dann nochmal in der Sprache. Andere Länder, andere Sitten. Und nicht alles ist für jede Version gedacht. Also wenn man da jetzt selbst irgendwas übersetzt hat, ja dies könnte kommen und das könnte kommen und ich erwähne das dann, dann kann das auch nur ein Gerücht sein und dann wird ewig, wird die Firma zugespammt. Ey, wann kommt denn das? Schilling hat das in dem Video erwähnt. Und sowas möchte ich erst gar nicht beginnen. Also das sind aktuell noch Gerüchte, solange es nicht offiziell bestätigt wird, dass genau diese Dinge 1:1 auch... Ah, Moment. So, 1:1 auch
beim EU-Server kommen. Genau, ich gehe es da eher gemütlich an. Also ich habe da überhaupt keine Eile. Ich bräuchte jetzt nicht mal eine neue Season. Mir macht das Spiel auch so Spaß. Ich meine, natürlich, Schaden tut's nicht. Neue Bricks für neue Maps und so weiter und so fort. Oh, Achtung, Granate. Oh, Mist. Schade. Da bin ich zu... Ey! Nein! Brutaler Junge fliegt oben herum. Ich gehe dich mal besuchen. Keine Sorge, ich gehe dich jetzt besuchen. Da wirst du mich verfluchen. Was? Nein, ich habe einen Screenshot von mir gemacht. Ach, genau, ich weiß schon. Ich habe mich ein bisschen fotografiert und so. Ich darf noch nicht verraten, warum, aber man wird es bald erfahren. So, und da wollte ich die Piranha ausrüsten, weil die besser aussieht und das war so früher meine Waffe. Ah, ha, jomma. Wer hat denn hier diese Dinger da weggeballert? Ist ja mal richtig fies. Oh, oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Das ist doch nicht mehr so cool. Das war nur am Anfang mit dem Überraschungseffekt, aber jetzt hat schon jeder die Stelle hier ges... Sorry. So, ich gehe wieder weg. Wow. So, das ist nur am Anfang mit dem Überraschungseffekt, aber dann, wenn jeder mal die Stelle gesehen hat, kann man da keine Easy Kills mehr abstauben. So, aber ich warte trotzdem hier. Falls was passieren sollte, kann ich gleich wieder rein. Wow. Nein, da hänge ich irgendwo. Oh Mann, das war episch gefailt. Da war irgendein Brick, wo man hängen bleibt. Genau. Also, da werde ich nichts erwähnen. Man kann das sowieso finden. Aber hey, ich meine, wenn man sich... Das kenne ich noch. Oh mein Gott, das kenne ich noch damals von jeder EverQuest-Erweiterung. Wenn man sich da selbst alle Infos durchliest und sich dann so einen Druck macht und ich muss das schon unbedingt haben. Und dann zählt man schon die Tage. Oh, noch so oft schlafen, dann kommt das Update und so. Und dann kam es sowieso nie genau... Oh, viel zu viele Granaten. Dann kam es sowieso nie genau an dem Tag, wegen technischen Problemen und Schwierigkeiten und so. Und dann ist man nur unnötig schlecht drauf oder was auch immer. Also, ich lasse das einfach auf mich zukommen, wird schon irgendwann kommen. Und dann freue ich mich. Genau. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt schon überhaupt die Ankündigung kommt und so weiter. Weil das wird ja auch auf der News... Sektion von der Website immer geschrieben, zwei Calls und ich, was zur Hölle? Ich kann mich manchmal nicht nach rechts bewegen, das, oh Mann, den habe ich irgendwie so tief in Erinnerung als Granatenwerfer, das kann jetzt, weiß ich nicht, glaube ich aber schon zumindest. Er schreibt sogar, ich nade Noob, ja, wenigstens weißt du selbst. Schilling, gib dir meine Assists. Ja, nicht so schlimm. 13, das ist bei mir Standard. Wundert mich, dass ich hier gerade nicht mehr habe. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht mit mir, nicht mit mir. Jetzt hoffe ich nur, dass keine Granaten geflogen kommen. So. Der erste Streich wäre mal erledigt. Aber er kann noch Kills mit einer Sniper machen. Oh. Also mit dem Rechtslaufen klappt das heute nicht so. So, das war die Rache. Mein Freund. Oh, keine Rüstung, keine Rüstung. Oh, Easy Kill, Easy Kill. Staub ich auch mal einen Easy Kill ab, so. Hm. Oh, hier, hier, hier oben. Hier oben. Oh, 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 oh. Alter, die ganze Zeit wirft er nur. Zum Glück gibt es keine Nachlader mehr, aber trotzdem. Na, 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 na. Also auf der Map, auf so einer Sniper-Map, wo man schnell nachladen kann wieder, ist der große Nachteil von der Orion Prototype. Ich weiß nicht, warum ich das so ausgesprochen habe, wie der englische Queen. The Queen from England. Oder so, nicht. Genau, die 20 Schüsse sind da gar nicht so ein großer Nachteil, weil ich sowieso immer nur ein paar Mal ballere und mich dann wieder in mein Zelt verziehe. So, zum taktischen Warten, aber ich wechsle mal die Position. Oha, und wenn ich das... Ach, warte mal. War der da oben? Hm, weiß ich nicht. Normal finde ich sowas nervig, aber auf der Map, ich habe die jetzt schon mehrmals gezockt, ist das irgendwie so ein taktisches Ding, wenn man belagert wird, kann man dort von oben überraschen, finde ich ganz nett eigentlich. Jo. Genau, finde ich ganz nett. Was gibt's hier? Hier war ich noch gar nicht, warte mal. Wie kommt man da rein? Oh, ich habe die Map doch noch nicht so entdeckt, wie ich dachte. So, jetzt kommen sogar die Ostereier.
Die Ostereier. Ah, jawohl. Schön abgestaubt. Schön abgestaubt habe ich hier. Granta Doble. So, Stimme natürlich wieder umgestellt. Muss auch mal sein. Ich gehe hier rauf. So, hier war ich auch noch nicht oben. Also, ich bin immer gespawnt und dann habe ich mich verzogen. Nur kurz. Granta Doble. Und wieder zurück. Granta Doble. Aber das soll nicht heißen, ich freue mich natürlich auf die Season. Keine Frage. Und ich werde auch natürlich in altbekannter Schilling-Manier die guten Waffen alle wieder vorstellen. Die Tokens habe ich ja schon längst dazu angespart. Werde ich auch immer gefragt, ey, warum hast du so viele Tokens? Gib die doch aus. Nein, warum sollte ich die jetzt alle ausgeben? Es kommt ja irgendwann eine neue Season. Es kommen irgendwann... Oh, mein Aim, mein Aim. War das mein Aim oder ein Ping? Nein, das war mein Aim. So, es kommt ja irgendwann eine neue Season. Das ist logisch. Oder neue Waffen und da brauche ich die dann. Ich mache es, wie gesagt, nur so. Das war während dieser allerkrassesten Tokens-Aktion bisher, habe ich mir die volle Ladung gekauft und das reicht dann für ein halbes Jahr für mich oder noch länger, obwohl ich selbst alle Waffen vorstelle und so. Oh, Granate kommt geflogen. Ja, ich bin da eher sparsam. Ich weiß, die meisten Leute leben so eher hart am Limit, sobald sie irgendwo Tokens haben, sei es von einer Aktion oder so, direkt alles ausgeben. Aber ich bin nicht so. Ich kann das ruhig auch... Oha. Ach, ah. Ich kann das ruhig auch sparsamer einsetzen. Muss nicht immer direkt alles verbraten. So, waren das zwei Granaten? Ich hoffe, mehr kommen da nicht mehr. Das dürften nur die normalen gewesen sein. Unter Anführungszeichen nur. Die sind ja auch schon schlimm genug. Ach, gleich zu Ende. Oh, jetzt war ich leer. Ja. Victoria para la Oparojo. Muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. So, der Clemens 100 hat eine schöne Map gebaut. Kann man nur so sagen. Sehr gut für Orion oder Sniper. Jo, hat mir gefallen. Hat mir gefallen und dann würde ich einfach sagen... Ich habe die Waffe schon länger nicht mehr hergezeigt, aber... So, da ist eben der Nachteil, 20 Schüsse nur, dann muss man nachladen. Aber dann würde ich sagen, geht es einfach... Bricktastisch, beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung! Geht in Deckung!